Ein wunderschönen guten Morgen. Wir schauen uns heute ein Video an über eine Bibel, eine Vollbibel. Und es ist eine Ausgabe, vielleicht steht die bei dem einen oder anderen ja auch im Pfarramt. Es ist eine Ausgabe, die ist schon ziemlich alt. Nein, ziemlich alt ist jetzt ein bisschen subjektiv. Sehr viel älter. Und das ist diese hier. Die gute Nachricht in heutigem Deutsch in einer Großausgabe. Und da schauen wir heute mal rein. Haben wir sie. Die Bibel in heutigem Deutsch, in einer sehr, sehr großen Ausgabe. Die ist so groß, dass ich weit zurückzoomen muss. Sie ist nämlich extra groß geschrieben. Wir gucken einmal rein. Sie lässt sich auch viel Platz, auch in den Zwischenzeilen mit den Apokryphen. Und es ist eine Ausgabe, die steht zum Beispiel so auch bei uns im Pfarramt rum, um eben auch für unsere älteren Semester eine Bibel im heutigen Deutsch zu realisieren, die man auch noch mit gutem Auge lesen kann. Die gute Nachricht im heutigen Deutsch ist eine der wenigen ökumenischen letzten Projekte, die es ja noch gibt. Ich habe da schon einige Videos gemacht über die gute Nachricht. Es ist ein Zusammenschluss von unseren evangelischen, katholischen sowie evangelisch-katholisch aus Österreich und ich glaube sogar auch aus unserem Schweizer Freunden, muss man eben kurz luschern. Ja, genau, und eben auch von der Schweizerischen Bibelanstalt und Schweizerischem Katholischen Bibelwerk. Eines der letzten ökumenischen Projekte, die ich noch sehr, sehr schätze. Sie ist sehr groß, das sagte ich schon, und da halten wir jetzt auch einfach mal ein Lineal einfach mal ran, um das mal zu verdeutlichen. Hier hat sie noch relativ normale Abmaße. 26 cm. Warten wir mal eine gute Nachricht im Duoton mal daneben. Da sind wir hier bei 22 cm. Also gut 4 cm länger und eben natürlich auch sehr, sehr viel breiter. 18 cm und die Standardausgabe ist bei 14 cm hier Schluss. Und wir sehen es auch schon, wenn wir sie mal hier daneben halten. Kriegen wir das noch irgendwie auf die Kamera? Ja, hier. Ist natürlich sehr viel dicker mit 7 Zentimetern und hier mit 4 Zentimetern. Das liegt einfach daran, dass sich diese Ausgabe sehr viel mehr Raum nimmt für den Bibeltext. Die Bibel in heutigem Deutsch, die gute Nachricht des Alten und Neuen Testaments mit den Spätschriften des Alten Testaments, deuterokanonische Schriften oder eben Apokryphen. Diese Ausgabe, die gab es 1992, war ein Sonderdruck damals in der Größe, in der Breite. Ich weiß nicht, wie viele so eine Ausgabe in den Ausmaßen. Eine gute Nachricht werdet ihr sicherlich haben. Aber ich meine jetzt diese Ausgabe. Es war eine Sonderausgabe. Und da bin ich ganz froh, so eine zu haben. Bei uns im Pfarramt, wie gesagt, steht sie auch drin. Hinweise für den Leser, die Bibel im heutigen Deutsch ist eine Übersetzung der Heiligen Schrift aus den Ursprachen in ein modernes, einfaches Deutsch. Über den besonderen Charakter dieser Übersetzung informiert das Nachwort im Anhang. Die Abschnittsüberschriften sind von den Übersetzern hinzugefügt. Die Schreibung der Personen und Ortsnamen folgt den Lokuma-Richtlinien für die einheitliche Schreibung biblischer Namen in evangelisch-katholischer Zusammenarbeit. Dann Erklärung zu den einzelnen Begriffen. Altes Testament, Spätschriften, Neues Testament und der Anhang. Dann das Abkürzungsverzeichnis und dann geht es auch schon los mit einem kurzen Inhaltsübersicht über das erste Buch Mose und dann geht es direkt los. Zweispaltig, unten die Parallelstellen und dann war es das auch schon. Ab und zu habt ihr unten weitergehende Erklärungen, wie ihr das von der Guten Nachricht Bibel auch kennt. Das sind genau die Erklärungen, die wir auch heute noch in den heutigen Guten Nachricht Bänden unten dran haben. Ja, die gleichen, nur eben in Großausgabe, in größerem Zeilenabstand zwischen den einzelnen Versen. Wie gesagt, die einzelnen Zeilenüberschriften, die sind ja in der Originalausgabe nicht enthalten. Ab und zu habt ihr in den Ausgaben
Bilder hineingewoben, wie hier. Stufenpyramide. Abendstimmung am Sinai. Es ist ab und zu mal mit bei. Wird aber nicht groß jetzt erwähnt oder damit jetzt groß auf den Einbänden Werbung für gemacht, wie Bibelausgabe mit bebilderten Einsätzen. Nein, das ist einfach hier mitten drin. Es ist wirklich gut geschrieben. Es ist jetzt nicht zu verwechseln mit einer Altarbibel, denn die Gute Nachricht Bibel ist ja jetzt nicht für den Gottesdienst vorne vorgesehen, sondern für das eigenständige und selbstständige Lesen. Bei uns zum Beispiel ist es das Standardwerk der Konfirmanden. Deswegen hat mein Sohn zum Beispiel ja auch bei der Konfirmation die Gute Nachricht Bibel in der Jubiläumsausgabe. Mein anderer Sohn wird diese dann genauso erhalten, jetzt nach den Osterferien. Und bei uns selber natürlich, im Gottesdienst ist bei uns natürlich die Luther, das Standardwerk. So wie bei euch sicherlich wahrscheinlich, je nachdem wer zuschaut, zaut das, die Einheitsübersetzung. Ihr habt bei den Kapiteln keine Zusammenfassung oder weitergehende Informationen am Kapitelbeginn. Das hat aber die Gute Nachricht Bibel noch nie gehabt, auch nicht die Jubiläumsausgabe. Rein die Schrift. Tobit. Ich glaube, wir hatten neulich, es kommt darauf an, in welcher Reihenfolge ihr die Videos seht, uns neulich einen Text aus Tobit hier auch mal angeguckt. Das war, glaube ich, der Abschied der Eltern. Wo war das? Abschied der Eltern. Abschied von den Eltern, genau, das war der Text. Kommt darauf an, in welcher Reihenfolge ihr die Videos guckt. Dann haben wir noch Tobias fängt einen Fisch, ist auch ein sehr, sehr schöner Text. Wo der Engel ihm hilft bei dem Fischfang. Und an sich ist das eine sehr schöne Geschichte, wie der Engel die ganze Zeit bei dem Weg bei Tobias mit beschreitet. Und am Ende gibt sich der Engel dann ja auch zu erkennen. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, Tobit. Okay. Was kann man noch zu dieser Großausgabe sagen, zu dieser recht seltenen Großausgabe der Guten Nachricht Bibel? Im Anhang, wir gehen mal hin. Ist dann, wie gesagt, ein sehr, sehr interessantes Nachwort enthalten. Da geht es um die Prinzipien dieser Übersetzung und die muss man sich auch mal wirklich durchgelesen haben, die Prinzipien dieser Übersetzung, was da der Grund war, bevor man an dieser Übersetzung wieder anfängt zu meckern, dass sie zu frei ist oder eben nicht oder Worte ersetzt. Mal, bevor man darüber meckert, sich mal damit kurz beschäftigen, die Grundlagen lesen, die Kommentare der Übersetzer lesen, bevor man anfängt wieder zu sagen, ach, die Übersetzung gefällt mir ja gar nicht und ich verstehe nicht, warum diese Worte ersetzt werden und das Kissen auf dem Boot, das gibt's doch eigentlich gar nicht. Wo haben die denn das in der Übersetzung her? Bevor man Kritik übt, kurz lesen, dann versteht man's. Ihr habt hinten ein Stichwortverzeichnis dran. Und dann die Zeittafeln, aber die habt ihr auch überall. Stichwortverzeichnis. Und dann müssten noch Schwarz-Weiß-Karten kommen. Genau, Schwarz-Weiß-Karten. Und das war's mit dieser sehr speziellen, sehr seltenen Großausgabe einer Guten Nachricht-Bibel. Vielen Dank.